Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Season 13 News Update. Wie in den letzten vielen Seasons wird es mitten in der Season wieder mal extrem ruhig, extrem langweilig. Leider, uns wurden viele Events versprochen seit Anfang des Jahres. Das Versprechen wurde bis dato nicht gehalten. Ich habe heute endlich das Release-Datum für das anstehende Collection Event rund um das Valk-Abstück. Es wird ein Town-Takeover-Event rund um Lifeline sein. Und ich schweife kurz ein wenig ab, bevor ich euch sage, was es für einen Spielmodus und so weiter gibt. Apex ist uns seit Season 12 eigentlich noch das Town-Takeover-Event rund um Bangalore schuldig. Das sollte eigentlich in Season 12 kommen. Season 12 war wirklich extrem ruhig, kaum Events, kaum irgendwelches Zeugs, außer ein Collection-Event, war da glaube ich nicht mehr. Deswegen wundert es mich jetzt, dass es ein Lifeline-Town-Takeover-Event wird. Es soll wohl auf Olympus ein neuer Spot entstehen, also ein Town-Takeover-Event auf Olympus. Und ich habe ein paar Daten für euch. Nächste Woche am 14.06. soll es einen In-Game-Teaser geben. Ich glaube, zwischen 17 und 19 Uhr wird er freigeschaltet. Ich gehe dann natürlich davon aus, dass es auf Olympus sein wird. Was da genau passiert, kann ich aktuell noch nicht sagen. Gibt es keine Leaks. Am selben Tag, vielleicht auch einen Tag später, das ist auch noch nicht 100% safe, soll es ein Stories from the Outland Trailer rund um Lifeline geben, das ist klar. Und am 16.06. gibt es den Event Trailer, bevor dann am 21.06. endlich mal wieder ein neues Event mit einem Spielmodus am Start ist. Leider ist es kein neuer Spielmodus, also Kreativität ist da mal wieder absolut null. Aber es ist ein Spielmodus, den ich eigentlich ganz geil fand, der Armed and Dangerous Modus. Da wir den eine Weile nicht hatten und es wahrscheinlich eine Menge Leute da draußen gibt, die den Modus noch nicht kennen. Wir spielen auf Olympus dann wahrscheinlich only, nur mit Sniper und nur mit Shotgun. Mehr Waffen gibt es auf der Map dann nicht zu finden. Der Modus macht ultra viel Spaß. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das Event sollte 2 Wochen gehen. Davon gehe ich aus. Wir bekommen natürlich das Valkyrie-Erbstück. Das wurde schon lange, lange geleakt. Theoretisch wäre chronologisch eigentlich Loba dran. Nun wird es Valkyrie. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und was habe ich hier auf meinem schlauen Zettel noch stehen? Wir können davon ausgehen, dass es kein mega riesen XXL Update geben wird mit Buffs und Nerfs, weil schon wenige Wochen nach Erscheinen des Events die Apex Legends Global Series anstehen. Und erfahrungsgemäß ist es so, kurz bevor dieses Tournament ansteht, gibt es keine Mega-Changes wegen dem Meta-Änderung pro Spieler, bla 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 und so weiter und so fort. Also wir können davon ausgehen, viel wird nicht passieren. Das Einzige, was ich aktuell jetzt weiß, dass die Car-SMG unter Beobachtung steht, dass da wahrscheinlich irgendwas passieren könnte. Ich gehe mal davon aus, dass die in naher Zukunft ein Stück weit genervt wird, auch wenn ich sie ehrlich gesagt jetzt überhaupt nicht zu stark finde. Keine Ahnung. Ich bin auf die Kommentare von euch gespannt, was ihr davon haltet. Was könntet ihr euch vorstellen? Wird das für einen Spot auf Olympus? Was wird geändert? Wo wird es geändert? Und wie könnte das aussehen? Falls ihr kreative Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das war's von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.